Das ist ein japanischer Daruma. Er steht für Mut, ist ein Glücksbringer und ein Stehaufmännchen. Hat man einen Wunsch, malt man ein Auge aus. Geht er in Erfüllung, können wir auch das zweite ausmalen. Wir haben uns sicher alle viel gewünscht, diesen Sommer. Erfüllung wird es auch nicht geben, oder nicht alles. Mit der Krise ist alles etwas anders und es gilt wirklich jetzt dran zu bleiben. Wir müssen sicher viel Mut zeigen, müssen kämpfen und dann kommt es dann schon gut. Ich für mich habe schon mal ein Auge ausgemalt. Chancen sehe ich durchaus. Und zwar wäre ich ja diesen Sommer 5 bis 6 Wochen im heissen Japan gewesen. Und jetzt bin ich hier in der Schweiz und freue mich. Ich freue mich darauf, meine dicke Bertha ein bisschen besser lernen zu kennen. Und ich hoffe sehr, wir können 2, 3 schöne Ausfahrten machen diesen Sommer.